Klimaaktivisten blockieren erneut wichtige Kreuzungen in Berlin. Sieben Menschen klebten sich fest. Klimaaktivisten haben am Donnerstagmorgen für mehr als 2 Stunden den Berufsverkehr im Berliner Ortsteil Friedrichshain ausgebremst. 7 Menschen klebten sich an der vielbefahrenen Kreuzung Frankfurter Allee, Ecke Petersburger Straße, an der Fahrbahn fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei löste die Aktivisten von der Straße und nahm mindestens 3 von ihnen in Gewahrsam. Gegen 10.15 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Seit Anfang des Jahres hatte die Klimaschutzprotestgruppe Letzte Generation immer wieder mit Blockaden für erhebliche Behinderungen auf Berlins Straßen gesorgt. Erst am Mittwoch hatten Aktivisten den morgendlichen Berufsverkehr an mehreren Stellen in der Innenstadt gestört. Die Gewerkschaft der Polizei zweifelt an Wirksamkeit der Blockaden. In den vergangenen Monaten hatte die Polizei viele Autobahnausfahrten im Visier und einige Blockaden verhindert. Vermutlich deswegen konzentrieren sich die Demonstranten nun verstärkt auf große Kreuzungen in der Stadt. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei bezweifelt, ob die Blockaden der richtige Weg für mehr Klimaschutz sind. Dafür brauche es politische Mehrheiten. Es ist fraglich, ob man diese gewinnt, wenn man sich täglich auf den Asphalt klebt und andere massiv behindert, erklärte Sprecher Benjamin Jendrow.